Dankeschön. Wie wir das aushalten sollen. Es ist heute die letzte Sendung vor der großen Sommerpause. Michael, ja, du hast es schon gesagt. Aber ich brauche eine Pause. Ich brauche jetzt eine längere Pause. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss noch trainieren, denn am 15. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Barcelona. Was, du möchtest trainieren? Ja, natürlich. Für die Olympischen Sommerspiele? Ja, aber selbstverständlich. Da muss ich aber schon wirklich lachen. Wieso denn? Was möchtest du da trainieren? Na, Sprint, Sprint, Sprint! Da muss man schnell sein, vom Fernsehsessel auf zum Eisschrank, Bier raus, aufmachen und wieder zurück. Sonst verpasst du den letzten Hürdenlauf. Also nein, also da wirst du mit Sicherheit zur Hochform auflaufen. Das logisch. Ich laufe genauso zur Hochform auf wie unsere Musikanten, die wir heute eingeladen haben. Und das sind eine ganze Menge. Sollen wir es ja noch verraten, wer halt alles dabei ist? Ha? Die Knabenkapelle Dachau. Die Gruppe Zwilling. Das Goldried-Quintett. Isa Flimmer. Karel Gott. Ja, die Zillertaler Schürzenjäger. Und den Anfang machen jetzt zünftige, flotte, fesche Musikanten aus der Steiermark, aus Österreich. Seit über 30 Jahren musizieren sie zusammen. Sepp Fast und sein Original Bergland-Echo. Ihr Titel, so richtig schmissig für den Anfang, auf der Jagd. Thank you.
leider so. Ja, langweilig wird es uns halt nicht bei so einer reizenden Familie, die wir wieder eingeladen haben. Sie kommen allesamt aus Allgäu. Bei Kempten liegt Buchenberg. Die Familie Schaus. Grüß Gott, ja, miteinander. Grüß Gott, Brand. Braun gebrannt, erholt vom Urlaub zurück. Ja. Der Hubert und die Christine, beide selbstständig, also totale Sportfreaks, muss man sagen. Der Skateboard fahren, alles was mit Brettern zusammenhängt, Snowboard, er ist Drachenflieger, gefährlicher Drachenflieger. Gefährlich. Ja, ja, schon gefährlich, ja. Die sagen nicht. Oh, haben Sie da nicht Angst manchmal mit dem Mann? Ha? Also eigentlich schon, aber mit dem Drachenflieger kann man da nicht drüber reden, weil die sagen immer, das ist nicht gefährlich. Das ist nicht gefährlich, nein, wir heben ihm die Daumen, gell? Dann habt ihr ein neues Hobby, das Reiten, die ja, ganze Familie richtig, entdeckt, ja. Klar. Der Stefan, der reitet euch sowieso schon davon, der ist ja sogar ein Start. Er ist 10 Jahre und der Christoph ist 8 Jahre. Obwohl ihr seid eigentlich schon ziemlich gleich alters, gell? Aber total unterschiedliche Buben, ja, wie das Leben oft so spielt. Gell? Und musikalisch sind es auch alle vier eigentlich. Ja. Was spielst du für Instrument, Christoph? Flöte. Flöte, der Stefan, was spielst du? Gitarre. Christine? Hackbrett. Ich spiele Gitarre. Also toll, habt ihr ein ganzes Ensemble schon beieinander. Ja. Also Herz soll euch in unseren Spielen, es geht ja hier ein bisschen um diese Olympiade, die uns bevorsteht, das Herz soll euch ganz, ganz viel Glück bringen. Ich wünsche es euch. Danke. Kennst du den Unterschied, Marianne, zwischen einer Flöte und einem Hackbrett? Noch nicht. Nicht? Das Hack brennt länger. Also, ein bisschen Spaß muss sein. Ich freue mich, denn heute haben wir eine Familie, meine Damen und Herren, nicht aus Deutschland, nicht aus der Schweiz, diesmal wieder einmal, darf man sagen, aus Österreich, genau gesagt, aus Bad Aussee. Ich begrüße herzlich die Kleeblatt-Familie Egger. Grüß euch miteinander. Grüß euch. Servus. Da ist einmal der Ludwig. Der Ludwig ist ein begeisterter Trompeter, Kapellmeister, was ich auch weiß. Hat jetzt seinen Beruf oder seine Berufung zum Beruf gemacht. Hat ein eigenes Musikgeschäft in Bad Aussee. Ja. Die Frau spielt kein Instrument, das ist die Antoinette. Aber sie hilft im Geschäft fleißig mit, kennt natürlich auch die Noten und die Instrumente, die dort verkauft werden müssen, wie es jetzt so üblich ist. Und dann haben wir zwei blitzsaubere Dirndln und da ist aber noch ein Bub auch nicht dabei. Der ist aber heute nicht dabei, oder? Der Christian ist heute nicht dabei. Wir haben die Michaela. Die Michaela ist 8 Jahre alt, fährt gern Ski, eifert ihrem großen Bruder nach, dem Christian. Fußball spielen tut sie auch. Ist immer ein bisschen was Exotisches, wenn ein Mädchen Fußball spielt. Und dann haben wir das kleine Nesthackerl. Sie sehen schon einen wunderschönen aerodynamischen Haarschnitt. Ja? Ist so schön, wenn man drüber fährt, was wieder Borstiges ist das. Aber lieb ist sie die Maus, gell? 7 Jahre ist sie alt, sie heißt Gudrun und sie möchte ihrem Papi nacheifern. Der Papa spielt Trompete, sie spielt Trompete und da hat sie einen wunderschönen kleinen Anhänger. Da ist eine Trompete drauf, die schaut richtig süß aus. Ich wünsche euch vielen, dass euch das Kleeblatt viel Glück bringt. Und bei uns in der Heimatmelodie haben wir immer so ein kleines Eckerl für unseren Nachwuchs. Es gibt einen guten, qualifizierten Nachwuchs in der volkstümlichen Musikszene, das kann man wirklich sagen. Die beiden, die ich Ihnen jetzt ankündigen darf, sind Newcomer, wie man sagt, aber sie haben eine gute, saubere Ausstrahlung, sind unter dem Sternzeichen Zwilling geboren, sind beides auch eineiige Zwillinge, nur 4 Minuten auseinander. Am 23. Mai, also vor 4 Tagen, haben sie ihren 23. Geburtstag gefeiert. Heute bei uns Fernsehpremiere mit ihrem neuesten Lied, die Gruppe Zwilling, ein Herz braucht eine Heimat. Heute weiß ich damals, hätte sie bei dir bleiben sollen. Doch ich war halt so jung und hab mein Freiheit wollen. Heute dir immer zu dir stehen, schau mich in die Augen, du wirst sehen. Von jetzt an will ich nur noch bei dir sein. Ein Herz braucht eine Heimat, denn sonst kommt's nie zu Ruh. Und das bist für mich immer nur du. Ich hab mich oft verlaufen in der Einsamkeit und hab mich immer gesehen nach deiner Zärtlichkeit.
Jetzt komm ich endlich zu dir heim, Oma, die kannst du mir verzeihen. Mein Herz war ohne dir so allein. Die erste Spielrunde ist angesagt. Mit was beginnt eigentlich eine Olympiade? Natürlich mit dem olympischen Feuer. Dieses olympische Feuer wird mittels einer Fackelstaffette entzündet. Dasselbe Spiel wollen wir heute auch spielen, nur nicht mit Fackeln, das geht bei uns nicht. Wir haben ja aus Melodienbrunn ein kleines olympisches Dorf gemacht. Aus dem Grund ist alles ein bisschen in Miniaturausführung. Auch unsere Fackeln, die heute Kerzen sind. Und die Christine Schaus. Sie haben doch schon einmal die olympische Fackel getragen, ja. Und das war? 1972, wie in München die Olympiade war. Ja. Und zwar bin ich da durch Brandenburg, habe die Fackel tragen dürfen und habe sie dann den nächsten Fackelträger wieder übergeben. Aber sehr erhebendes Gefühl, ja, oder? Ja, ganz toll. Ich war damals 16 Jahre und das war für mich ganz besonders. Vergisst man sein ganzes Leben nicht. Richtig. Also so, der Vorteil ist heute nicht zu erkennen, das war schon lange her. Also heute muss ich sich selber beweisen mit der Kerze. Das Spiel geht folgendermaßen, ich darf das kurz erklären. Ja. Ihr läuft in Slalomlinien um diese Schilder rum, bis rauf zum Tor von Melodienbrunn. Da stehen eure jüngeren Kinder. Ja. Dort müsst ihr die Kerzen anzünden. Dann laufen die Jüngeren mit den Kerzen auch in Schlangenlinien zurück. Zünden die Kerzen der älteren Kinder an. Diese sausen wieder zurück. Hinten sind zwei wunderschöne Torten, riesengroße Olympiatorten. Und da ist auch das olympische Emblem, die fünf Ringe. Und wer als erstes diese fünf Ringe anzündet, der hat gewonnen. Noch etwas, was besonders wichtig ist, ist einfach, wenn die Kerze ausgeht, müsst ihr zurücklaufen an den Ort, wo ihr euer Feuer bekommen habt. Einverstanden? Da steht dann jemand, der muss ja, da oder da drüben, je nachdem, wo es gerade stattfindet. Jetzt wünsche ich euch viel Glück. Zuerst laufen die Muttis, dann die jüngeren Kinder und dann die älteren. Achtung, fertig, los geht's. Aufpassen, dass nicht ausgeht, die Flamme. Meine Liebe, die sausen, da sieht man wieder mal, wer schneller, die Bayern oder die Österreicher. Ja, oh, ja. Unglaublich, aber das ist noch nicht vorbei. Und aufpassen, die, ja, siehst du, so geht es. Michaela, ah, das ist die Gudrun, gell? Die Gudrun, jawohl, aufpassen, dass nichts ausgeht. Halt die Hand vor. Sei gescheit, Gudrun. Jawohl, saus. Aufpassen, dass nicht ausgeht. Und der Stefan, na, der Christoph ist es, kommt zum Stefan, zündet die Kerze an. Und jetzt, die Michaela hat auch ein Feuer. Und die Hand vorhalten, Michaela. Und rüber, jawohl, Tempo. Jetzt gehen wir ein Stückchen vor. Ja, kommt's noch, kommt ihr mit mir mit? Ja, jetzt haben wir reingeregt. Und, jawohl, wir haben einen Sieger. Ganz, ganz knapp, ein riesiger Beifall, selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch, Stefan, das hast du gut gemacht. Aber ich muss auch sagen, gell, die Mädel haben ja viel kleinere Schritte als die Buben, ne? Aber es macht ja trotzdem nicht. Das ist ja ein Spiel. Es geht ja um nicht viel, nur um einen wunderschönen Urlaub. Herz hat gewonnen, deshalb 3 Punkte für euch, 2 Punkte für euch. Noch ist nichts verloren. Ich bedanke mich bei euch. Ja, nach der ersten Spielrunde ging es ja schon heiß auf. Das Weiberl geht dahin auf unserem schönen Heimatbaum. 3:2 steht es für unsere Herzfamilie, meine Damen und Herren. Und wenn ich so ins Rechnen komme, dann ist es ja wirklich eine lange Zeit, bis wir uns nicht mehr sehen. Eine große Sommerpause steht bevor.
Am 5. September sehen wir uns wieder und da passiert was ganz, was Tolles. Da gibt es ein ganz großes Wunschkonzert der Heimatmelodie. Dazu verraten wir Ihnen später noch mehr. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir jetzt ganz was Besonderes, nämlich mit meinem Mann wieder ein Lied zu singen, wenn ein Stern verglüht. Als wir Kinder waren, jung und unerfahren, wollten wir viele Dinge sofort. Unsere Welt war spiel und wir träumten so viel, doch die Mutter, sie gab uns ihr Wort. Deine Träume und diese Nacht.
Meine ersten musikalischen Gäste sind nicht nur auf der Bühne seit vielen Jahren ein Paar, sie führen auch privat eine harmonische Ehe. Das Rezept dazu werden uns Marianne und Michael gleich verraten. Danach geht's schwungvoll weiter, denn dann lädt sie das Dolomiten-Sextett zu einer Fahrt durch diesen Park ein. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. In der Früh, sag ich jeden Tag. Darf's vielleicht ein bisschen mehr sein, sag ich dann zu dir. Mir wär's grad danach. Und wenn uns dann einer fragt, ob es wahr ist, ja, dann sagen wir nur kein Nein. Mein Schatz, der hat jetzt alles drauf, weil wir zwei uns halt gern haben. Mein Schatz, der hat's. Drum geben wir uns nie auf, egal was auch passiert. Wenn man sich so versteht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Schatz, du bist für mich noch immer wie Zucker im Kaffee, gerade wie für mich macht. Deinen Armen heut nicht an den See, hätt ich nie gedacht. Wir zwei machen auch daraus kein Geheimnis, und wer's hören will, der kann's hören. Mein Schatz, der hat es alles drauf, weil wir zwei uns halt gern haben. Mein Schatz, der hat's, drum gehen wir uns nie auf, egal was auch passiert. Wenn man sich so versteht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat's, das absolute Gefühl für alles, was sie will. Mein Schatz, der hat es alles drauf, weil wir zwei uns halt gern haben. Mein Schatz, der hat's, drum gehen wir uns nie auf, egal was auch passiert. Wenn man sich so versteht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Mein Schatz, der hat das absolute Gefühl für alles, was sie will. Thank you.
Sie spielen aber schön. Mit die kleine Geige? Jawohl. Nicht möglich. Sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? Jack. Wie bitte? Jack. Ich glaube, das kann ich nicht aussprechen. Ja, das macht ja nichts. Sagen Sie nur ganz einfach Jack und das mache ich selbst. Also, Herr Jack. Ah ja. Diese kleine Szene war eine Originalnummer des berühmten Clown Grock, mit der er oft im legendären Wintergarten in Berlin aufgetreten ist. Wir befinden uns hier im Wintergarten des Phantasialand und zu unserer Clown Grock-Puppe gehört natürlich auch ein Vater, Richard Schmidt. Herr Schmidt, Sie waren Puppenspieler und eines Tages haben Sie mit Ihrem Partner Gottlieb Löffelhardt das Phantasialand gegründet. Was war eigentlich die Idee dazu? Ja, als Puppenspieler habe ich Puppenfilme für das ZDF produziert. Und mir hat es immer sehr leid getan, wenn nach den Dreharbeiten die Dekorationen wieder vernichtet wurden. Und so kam mir der Gedanke, diese Sache einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, in einen Park zu bauen. Und so ist dann vor ca. 26 Jahren Phantasialand entstanden. Mhm. Anfangs nur für Kinder gedacht. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Erwachsenen genauso viel Spaß an den Dingen, die für Kinder gedacht waren und auch die auch so gleichermaßen benutzt haben. Wir haben es dann weiterentwickelt, dass so für jetzt für alle Altersgruppen etwas vorhanden ist. Shows, sinnliche Fahrten, schnelle Fahrten. Mhm. Also für jeden ist etwas da. Ja, also mittlerweile ist das Phantasialand schon europaweit bekannt und ich denke mal, dass es auch für die Zukunft große Pläne gibt. Ja, das kann man im wahrsten Sinne des Wortes bestätigen. Die Zukunft hat bei uns quasimaßen schon begonnen. Wir eröffnen demnächst eine Attraktion mit dem Namen Galaxis. Jeder ist dort sein eigener Astronaut. Das ist die Top-Attraktion in der Welt zurzeit. Wir haben die Europarechte erworben für 5 Jahre. Man fliegt im Weltraum und ich darf nur so viel verraten, oder ich möchte nur so viel verraten, man braucht sehr starke Nerven für diese Fahrt. Aha, das glaube ich. Also dafür toi toi toi. Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Und noch schöne Grüße an Jack. Ja, werde ich ausrichten. Zu dem beinahe schon historischen Kern des Parks gehört der Neptunbrunnen. Dort erwartet uns jetzt Toni Christi mit der Bitte, die eigentlich von Prinz Charles sein könnte. Come back, Diana. Danach kommen aus dem hohen Norden auf einem Wikingerschiff Klaus und Klaus zu uns. Come back, Diana, I need you.
Häufig beim Liedertext ist das Rein wie verhext. Oft haut er vorne und hinten nicht hin. Denn wenn er fertig ist, fehlt doch was Wichtiges. Zwar ist er gut, doch er hat keinen Sinn. Doch wir singen du Daddel, du Diddle, du Daddel. Oh, wir singen du Daddel, du Diddle, ole. Wir singen du Daddel, weil das auch einen Sinn hat, denn schon haben wir Peng, einen starken Refrain. So ein verdammter Mist, fluchte der Komponist, ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alles hin. Dass die Musik gut klingt, weiß ich doch, was man singt, nee, das ergibt für mich echt keinen Sinn. Doch wir singen du Daddel, du Diddle, du Daddel. Oh, wir singen du Daddel, du Diddle, ole. Ja, wir singen du Daddel, weil das auch einen Sinn hat. Denn schon haben wir Peng. Und die größten Attraktionen sind, dann irren Sie sich. Der Star nämlich ist hier dieser kleine, gefräßige Jumbo. Wirft man ihm ein Taschentuch hier in den Rüssel, fängt er einfach an zu sprechen. Danke. Ja, und weil die Danke, Kinder ihn so gerne sprechen hören, werfen sie zum Leidwesen ihrer Eltern auch unentbehrliche Dinge wie Hausschlüssel, Geldbörsen und andere Sachen hinein. Aber keine Angst, sie bekommen alles wieder. Ja, und hier in dieser Umgebung fällt mir natürlich meine eigene Kinderzeit wieder ein. Dazu die Kinderlieder von damals. An ein paar der schönsten möchte ich sie jetzt zusammen mit den Trixis erinnern. Wenn man das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Mäntelein. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, Schock und Hut steht ihm gut, ist er wohl bemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Hänschen klein ging allein in die Welt hinein. Kalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl in diesem Häuschen sein? Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, flieg weiter, bring ein Gruß mit und ein Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.
der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Ja, ich habe mir immer schon mal gewünscht, neben einem der berühmten weißen Tiger von Siegfried und Roy zu stehen. Endlich geht dieser Wunsch in Erfüllung. Dies hier ist Natascha. Wir haben uns auch schon so ein bisschen angefreundet. Obwohl ich sagen muss, ich habe schon immer wieder so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Deswegen habe ich mir auch ganz charmanten Begleitschutz mitgebracht. Frau Althoff, Sie haben ja jeden Tag mit den Tieren zu tun. Und das, was wir jetzt hier machen, sieht eigentlich so ungefährlich aus. Aber so ungefährlich ist es dann doch wieder nicht. Nein, das ist es ganz bestimmt nicht, denn es ist und bleibt ein Raubtier. Und dass die hier überhaupt so liegt, das war ein Jahr lang viel Arbeit, mit viel Geduld, viel Liebe, viele Stunden bei ihr geblieben. Ja. Und dass die mit ihnen so liegt, das hat mit Sympathie zu tun. Ach, weil das macht sie, nein, das macht sie nicht mit ihr. Ja, also da fühle ich mich ja wirklich geehrt. Die weißen Tiger sind unumstritten die Stars hier im Phantasialand. Eine charmante Kollegin ist seit vielen Jahren ein großer Star in der deutschen Schlagerszene. Und hier ist sie für Sie. Nicole. Als ich dich traf, da hab ich gedacht, ich weiß genau, was uns glücklich macht. Doch Liebe ist, ich hab's eingesehen, viel mehr als nur zusammen schlafen gehen. Mehr als nur zusammen schlafen gehen. Wir waren stark und wir waren auch schwach. Und manchmal lief's unsere Sehnsucht nach. Zusammen sein, das war nie bequem. Doch mehr als nur zusammen schlafen gehen. Mehr als nur zusammen schlafen gehen. Ich musste lieben lernen und vertrauen. Dir noch tiefer in dein Herz zu schauen. In schweren Zeiten zusammenstehen ist mehr als nur zusammen schlafen gehen. Mehr als nur zusammen schlafen gehen. Und an jedem neuen Morgen da bist du. Wir zwei gehen in deinen Augen sehe, ist mehr als nur zusammen schlafen gehen. Mehr als nur zusammen schlafen gehen.
vergessen und heißt auch verzeihen. Es tut doch weh, doch es auch durchzustehen ist mehr als nur zusammen schlafen gehen. Viel mehr als nur zusammen schlafen gehen. Doch ich bin Liebe und Geborgenheit. In deinen Armen zu jeder Zeit. Und das ist so unbeschreiblich schön. Ist mehr als nur zusammen schlafen gehen. Mehr als nur zusammen schlafen gehen. Denn du gibst mir Wärme, wenn haben Sie nicht auch schon manchmal von einer spannenden Abenteuerreise geträumt? Dann geht's Ihnen genauso wie Frank Zander. Der träumt nämlich von einer Safari. Doch jetzt geht's erst in den Wilden Westen. Und hier in Silver City ist wirklich alles echt. Sogar diese kleine Kapelle hier, in der tatsächlich schon richtige Trauungen stattgefunden haben. Ja, und was gehört zu einer echten Westernstadt? Natürlich Männer mit Hut. Und hier sind sie, für Sie die Gruppe Truckstop. Männer mit Hut. Charlie Chaplin zog ne Runde, der von Napoleon saß quer. Der von John Wayne war leicht zu finden, da flogen Kugeln hinterher. Sogar James Dean trug seinen Weißen, der Mann auf dem Dach lief schwarz wie Meer. Und Cowboys wie wir, die tragen Stetson, denn der zeigt viel mehr her. Männer mit Hut, die nehmen's leichter, Männer mit Hut sehen besser aus. Männer mit Hut sind groß in Mode, Männer mit Hut, die fallen auf. Männer mit Hut wissen, was sie wollen. Männer mit Hut, die wollen es wissen. Männer mit Hut sind einfach gut. Dem alten Humphrey Bogart standen Hüte ganz enorm. Denk mal an Kojaks lange Haare, die werden unterm Hut ganz langsam mehr. Und Cowboys wie wir, die tragen Stetson, denn der zeigt viel mehr her. Männer mit Hut, die nehmen es leichter, Männer mit Hut sehen besser aus. Männer mit Hut sind groß in Mode, Männer mit Hut, die fallen auf. Männer mit Hut sind nicht zu fassen, Männer mit Hut wissen, was sie wollen. Männer mit Hut, die wollen es wissen, Männer mit Hut sind einfach gut. Die nehmen's leichter, sehen besser aus. Wissen, was sie wollen. Männer mit Hut, die wollen es wissen. Männer mit Hut sind einfach gut. Ah.
gepflegte Musik, Entspannung, Erholung. Weg vom Stress, weg von Kort. Ich liebe das Clashes, Clash, Clash. Ich liebe das Alte. Karajan, Bernstein, Bimstein, Gallenstein. Bei dieser Musik kann ich so herrlich träumen. Nur für heldenhafte Kerle stand im Reiseprospekt und vom Jagdtrophäenfieber war ich höllisch angesteckt. Nicht nach Schlangen oder Panthern, nein, nach Spinnen jage ich. Und die giftig schwarze Witwe Possa, die entritt mir nicht. Und so parkte ich mein Wohnklo am Eingangstor vom Dschungel, machte mir vor Angst ins Hemd, weil es war sehr dunkel. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Ja, ja, wer träumt, plündert nicht. Von Schlossen halt entschlossen hab ich meinen Speer gewetzt und die Witwe durch das dicke Dickicht hin und her gehetzt. Plötzlich sah ich mich au Backe von zwei Kriegern ringsumstellt, dachte Ende Art Banane, nimm den Abschied von der Welt. Und sie schleppten mich nun kichernd vor ihr Ortseingangstor und dann stellten sie mich ihrem brutal Schäferblick vor. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Safari, Safari, wir gehen auf Safari. Ich bin Tourist, sagte ich höflich, nur so ein bisschen hier auf Jagd. Und ich hab den Häuptling über schwarze Wippen ausgefragt. Nein, was haben Sie doch für ein Glück? Kleinen Moment, mir wurde warm. Lächelnd kroch er aus der Hütte und er trug was unterm Arm. Eine Witwe, eine Schwarze, etwas Älteres sah ich nie. Keine Zähne, große Füße und sie legte mir die Hand aufs Knie. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Safari, Safari, wir gehen auf Safari. Also ein Model war sie gerade nicht. Und so dünn, dass sie zweimal reinkommen musste, ehe man was bemerkte. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Safari, Safari, wir gehen auf Safari, 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 auf Safari gehen wir. Tja. Dann bin ich aufgewacht. Die schwarze Witwe war weg. Aber Kurt ist wieder da. Bam, boom. Sie sehen, selbst Weltstars wie zum Beispiel Steffi Graf, David Hasselhoff, Michael Jackson oder Brigitte Nielsen sind hier zu Hause. Diese alle hier leider nur aus Pappe. Nicht von Pappe sind die beiden jungen Damen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Judy Weiss freut sich gleich. Warum? Weil du wiederkommst. Aber zuvor erzählt uns Michelle von ihrer ersten Sehnsucht. Ich hab dich gesehen in all der Zeit.
du bist nicht allein. Du hast vielleicht nur einen schönen Traum verloren, dann träum ihn noch einmal von vorn. Denn auch das Glück ist ein seltsames Vogel, und irgendwann ist es wieder da. Du musst dran glauben, dass ihm das Heim wie die Flügel geht, und darauf warten, bis der Wind sich mal dreht. Du wirst es finden, wenn es dein Leben ganz neu beginnt, und auch die Liebe ist ein Vogel im Wind. Das Glück auch nach dir, mach dein Herz auf und verschließ nicht die Tür. Bald wirst du sehen, das wahre Glück sieht anders aus. Dann halt es und mach was daraus. Denn auch das Glück ist ein seltsames Vogel, und irgendwann ist es wieder da. Du musst dran glauben, dass ihm das Heim wie die Flügel geht, und darauf warten, bis der Wind sich mal dreht. Du wirst es finden, wenn es dein Leben ganz neu beginnt, und auch die Liebe ist ein Vogel im Wind. Denn auch das Glück ist ein seltsames Vogel, und irgendwann ist es wieder da. Du musst dran glauben, dass ihm das Heim wie die Flügel. Der Wind sich mal dreht. Du wirst es finden, wenn es dein Leben ganz neu beginnt, und auch die Liebe ist ein Vogel im Wind. Ein herzliches Dankeschön für die musikalische Begleitung an die Gruppe Sternengold, die mich übrigens auch in diesem Jahr wieder auf meine große Herbsttournee begleiten wird. Ganz besonders freue ich mich jetzt auf den letzten Gast in meiner Show. Eine deutsche Künstlerin mit einer internationalen Karriere. Ihre größten Triumphe feierte sie im legendären Lido in Paris. Und einen Hauch von dieser einzigartigen Atmosphäre hat sie uns hierher ins Phantasialand mitgebracht. Hier ist Marlene Scharell. Tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai les tours du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre ne passe assez ronde pour me tourner autant que toi. Ton air filant, tes meillonnés et tes glands d'accordéon. Ça fait pas trop rang, mais c'est si bon. Brin de lilas, le pantin, ça fait l'étal, petit pépin qui font merveille à chaque saison. Ça fait l'oseille, c'est si bon. Si la froid, le verre d'Anvers, et les mois qui sont ouverts, alors ces femmes sont une raison, c'est bon du bien. Et c'est si bon. Ses bras,
Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots. La seule chanteur des carrefours qui prédonne le succès du jour. Ici l'athlète en maillot qui soulève ses poissons qui est l'eau. Hôtel meublé discrètement éclairé où on fait que passer Pigalle. Et vers minuit un refrain qui s'enfuit d'une boîte de oui Pigalle. Le nez rétroussé, l'air moqueur, les yeux toujours rieurs. Viel zu schnell geht so ein Tag zu Ende. Dankeschön, dass meine Freunde und ich bei Ihnen zu Gast sein durften. Und ich freue mich jetzt schon auf ein baldiges Wiedersehen. Ich weiß, ich kann doch so traurig sein. Ist mein Kummer noch so groß? Man lässt mich nicht mit ihm allein. Es gibt Menschen, die dann da sind. Sie sind jederzeit für mich bereit. Stehen mir bei mit Rat und Tat. Teilen mit mir Freud und Leid. Und ich sag mir immer wieder: Vergiss nicht die Freunde, vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Auch wenn du in Not bist, du bist in es, wendet sich das Blatt, wenn man Freunde. Nicht mehr sieht, dann vergisst man sich nicht ganz, ganz egal, was auch geschieht, irgendwann trifft man sich wieder.
vergiss nicht, die Freunde, vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Auch wenn du in Not bist, du wirst sehen, es wendet sich das Blatt. Wenn man Freunde denn einem Lausbub nimmt man alles mit zu krumm. Da bleiben sogar die Eltern jung. Ihm möchte man lieb, sogar Lausbub bleiben. Die Freude am Leben, alle Leid gern sein. Weil mir das Feld mit die gern, ja mein, ein kleiner Lausbub bleiben. Manchmal ein kleines bisschen traurig bin, fragt meine Mutter, Geburt, ist denn gar so schlimm? Spiel doch ein bisschen auf der Ziehharmonika. Sie hat ja recht, schon ist mein Lächeln wieder da. So ein Musi und viele gute Freunde dazu, das ist lustig, schon gar für so einen kleinen Bub. Der Ernst des Lebens scheint mal geht an mir vorbei. Drum möchte ich gern ein Lausbub bleiben. Ich möchte mein Leben doch ein Lausbub bleiben. Die Freude am Leben, alle Leid gern sein. Weil mir das Feld möchte ich gern, ja mei, ein kleiner Lausbub bleiben. In einer lauen Sommernacht. Und jetzt kaufen wir miteinander himmelblaues Kindergewand. Und Gott Armut, der hat gelockt in der lauen Sommernacht. Jo, er weiß schon, was er tut. Seine Pfeile sitzen gut. Jo, ich mag dich und du machst mich. Und wir sind happy miteinander. Jo, ich mag dich und du machst mich. Ich trag dein Ring an meiner Hand. Ja, ich mag dich und du machst mich. Und unser Welt ist ziemlich rund. Und ich denk, es ist zum glücklich sein der Grund. Ja, ich mag dich und du machst mich. Und wir sind happy miteinander. Ja, ich mag dich und du machst mich. Ich trag dein Ring an meiner Hand. Ja, ich mag dich und du machst mich. Und unser Welt ist ziemlich rund. Und ich denk, es ist zum glücklich sein der Grund. Das wird gleich in Ordnung gebracht. Jeder zirkt, wir haben uns gern. Und das darf nie anders werden. Und mir geht keine Freiheit ab, weil ich jetzt viel was Besseres hab. Wer der Blitz schießt mir oft ein. Du, mir dürfen dankbar sein. Ja, ich mag dich und du machst mich. Und wir sind happy miteinander. Ja, ich mag dich und du machst mich. Ich trag dein Ring an meiner Hand. Ja, ich mag dich und du machst mich. Und unser Feld ist ziemlich rund. Und ich denk, es ist so mit dir geschehen. Und der Wind, dass du stehst, an deine schöne Heimat denk. Ich war noch so jung.
ist alles so wie im Roman. Die Liebe braucht Pausen, doch schaust du mich an, dann weiß ich, ich kann auf dich felsenfest bauen. Denn unsere Liebe, die ist ja kein Traum. Denn unsere Liebe, die ist ja kein Traum. Komm, kuscheln, nur kuscheln, ich will nichts von dir. Sei zärtlich, sehr zärtlich, rück ganz nah zu mir. Komm, kuscheln, nur kuscheln, gemütlich und warm. Ich kuschel mich an dich, halt mich fest im Arm. Ich kuschel mich an dich, halt mich fest im Arm. Komm, kuscheln, nur kuscheln, ich will nichts von dir. Sei zärtlich, sehr zärtlich, rück ganz nah zu mir. Komm, kuscheln, nur kuscheln, gemütlich und warm. Ich kuschel mich an dich, halt mich fest im Arm. Ich kuschel mich an dich, halt mich fest im Arm. Besinnlicher, wir beschreiben eine Idylle, die es leider heutzutage nicht mehr allzu häufig gibt. Früher waren ja Dorfgaststätten, Plätze der Begegnung, des guten Gesprächs bei einem Glas Wein oder einem Glas Bier, mit der Familie zusammen, einem guten Essen, so Sonntagnachmittag, tummelte sich Kind und Kegel. Leider müssen ja diese Dorfgaststätten heute immer häufiger den lukrativeren Schnellrestaurantketten weichen, aber hier und da gibt es eben sowas immer noch. Und so wird es jetzt auch beschrieben im Kraichgau in der Nähe von Bruchsal, der Dorfkrug. Thema der Schäfer, unsere Startnummer 5. Die Gläser klingen, die Glocken klang, die Alter ins Schweben, wie Vögel im Wind, als ob das Leben noch einmal beginnt.
diesmal wirklich nicht, meine Damen und Herren. Wir haben tolle Titel, wir haben gute.